Das ist Metall. Da kannst du rum. 240 beim Bremsen scheiße ich. Ja, und die Kamera scheißt sich auch in die Hosen. Die hat sich direkt. Ja, da ist der Punch halt sofort da. Also dich legt's auch. Robert? Ja? Robert? Sag mal, wo ist denn der jetzt schon wieder? Da bist du. Was machst denn du da drin schon wieder? Ich mach die Details. Die Details? Was machst du? Ja, ich bin jetzt da. Ich dachte, wir legen jetzt los. Ach so. Ja, oder hast du es dir schon so gemütlich gemacht? Hier drin ist es echt bequem, muss ich sagen. Ist bequem. Ja, aber komm, wir steigen jetzt aus. Wir wollen ja das Auto erstmal von außen hier zeigen. Okay. Soll ich dich irgendwie halten? Ach, das wird schon, das wird schon. Geht das? Ist das in Ordnung? Ja, jetzt bin ich draußen. Jetzt perfekt. Ja, so, wir drücken hier einmal schön aufs Knöpfchen. Alles klar, funktioniert gut. Ja, also Leute, die sollte eigentlich automatisch zugehen, die Tür. Warte mal, wir probieren das nochmal. Ich glaube, jetzt hat. Ja, so Leute, wir filmen heute den Rolls-Royce Ghost. Der neue Rolls-Royce Ghost. Und ich meine, ganz ehrlich, schaut euch das mal bitte an. Was ist das bitte für ein Riesenteil? Über 5 Meter lang. Ich glaube, 5,50 Meter, glaube ich. Müsste ich so in Erinnerung haben. Also ein Riesenschiff. Aber ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt erstmal hier nach vorne. Denn hier vorne steckt der schöne 6,75 Liter V12 Biturbomotor drunter. Ein Riesending. 570 PS haben wir hier am Start. 850 Newtonmeter. Und wir müssen mal überlegen, das Teil hier, der Rolls-Royce Ghost, wiegt 2,5 Tonnen und trotzdem haben wir hier eine Beschleunigung von 4,8 Sekunden. Und das ist schon wirklich schnell. Das Ganze jetzt übrigens neuerdings mit Allradlenkung und Allradantrieb. Denn man muss schon dazu sagen, die älteren Rolls-Royce-Modelle hatten immer nur Heckantrieb. Und da bin ich nicht wirklich so ein Fan gewesen, denn jetzt können wir auch so einen Rolls-Royce richtig schön angenehm im Schnee bewegen. Und wenn wir vom Bewegen reden, allein diese Reifen hier, wir haben hier Pirelli-Reifen montiert, das sind speziell entwickelte Reifen, einfach um hier nochmal leiser unterwegs zu sein. Denn man muss mal überlegen, wir haben hier bei dem neuen Ghost über 100 Kilo Dämmungsmaterial verbaut. Das muss man sich mal überlegen. Ich wiege 100 Kilo und wir haben 100 Kilo Dämmungsmaterial. Also einfach hier so eine Person von mir an Dämmungsmaterial verbaut. Also nicht wieder Robert auf Leichtbau getrimmt, das Ganze. Also was ich hier so faszinierend finde, wenn wir uns nämlich jetzt auch mal den Innenraum anschauen. Das ist halt Rolls-Royce. Allein hier die... Schau das mal an. Hier, das könnte ich den ganzen Tag streicheln. Das ist fast so, wie wenn ich deinen Kopf streichel. So gemütlich ist das. Das magst du gern, gell? Oh, sehr gern, aber gerade... Ja, also hier der Innenraum, das ist schon krass. Diese Verarbeitung von Rolls-Royce hier, das komplette Lenkrad aus Leder und vor allem alles fühlt sich so hochwertig an. Ich meine, Bentley, die Qualität ist auch wirklich heftig, aber du merkst, wenn du dann nochmal dabei gewissen Details genauer hinschaust, okay, das ist Rolls-Royce, das ist auch nochmal hier ein Ticken teurer. Allein hier komplett alles aus Holz und alles, was wir hier sehen, was sich anfühlt wie Metall, das ist auch Metall. Und auch hier der komplette Dachhimmel, wir haben hier diesen Sternenhimmel am Start. Auch wenn wir hier das an der Seite anschauen. Zieht euch das mal rein, Leute. Hier dieser Fensterheber und so weiter. Und dann haben wir hier diesen Knopf. Da können wir einfach, zack. Ja, wenn ich keinen Bock mehr auf dich habe, mache ich einfach die Tür zu, weißt? Also das ist hier auch hier oben komplett alles aus Metall. Egal, wo du hinschaust. Da hast du einfach so viele Details hier bei dem Auto. Und vor allem, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gehen, hier auf die Beifahrerseite, das ist Next Level. Denn hier, du denkst dir, ja, das ist einfach nur so ein Monitor, wo Ghost draufsteht und so ein paar Sterne. Nein, das ist dreifach hier lackiert. Und das sind 152 LED-Beleuchtungen, die hier verbaut sind, die dann insgesamt 850 Sterne zeigen. Und das ist halt wirklich Next Level. Das ist typisch Rolls-Royce, denn man muss sich mal überlegen, das hat 2 Jahre
Entwicklung hier gekostet bei dem Fahrzeug. Und ja, also das ist schon wirklich ordentlich. Bevor wir jetzt nach hinten gehen, auch nochmal hier vorne, muss man sagen, komm, wir müssen die Lichter wieder anmachen. Denn wir haben hier das sogenannte Laserlight von Rolls-Royce verbaut. Und das hat eine Sichtweite von bis zu 600 Metern. Also das ist schon wirklich ordentlich. Auch hier vorne. Das ist Metall. Robert, da kannst du Musik spielen drauf. Ja, das kann da kannst du mir später gleich mal was vorsingen. Ja, also musst du schon wirklich sagen, auch generell das Design beim neuen Ghost jetzt, ich finde, er wirkt noch mal wuchtiger vom Auftreten her von vorne, eben hier mit dem neuen Laserlicht. Emily haben wir selbstverständlich wieder am Start. Ja, allein, also ohne Scheiß, ich könnte schon wieder den ganzen Tag hier dastehen, könnte die Emily streicheln. Wie hochwertig sich das anfühlt, Leute, da kommst du echt nicht drauf klar. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Heck ist jetzt nicht so, muss ich sagen, also ich weiß nicht, Leute, kommentiert mal gerne drunter. Heck macht mich jetzt nicht so unbedingt an. Also klar, wir haben hier und da die Ecken und Kanten, aber sonst, ich weiß nicht, für mich ist halt wirklich die Front. Die Front taugt mir richtig gut. Auch Seite, dieses ewig lange Schiff hier. Und jetzt kommen wir hier zum Innenraum nach hinten. Allein zieht euch das mal rein. Wir machen jetzt mal beide Türen noch mal auf. Das muss man sich mal auch mal reinziehen. Einfach hier, zack, du drückst. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Jetzt funktioniert's. Dann geht die Tür zu. Das ist halt, jetzt steigen wir hier ein. Wir haben hier wieder schön das Kuschelfell hier am Start. Ja. Und so lässt sich's wirklich sitzen. Ne? Und dann haben wir auch hier, klappen wir runter. Wir haben Fernseher, haben wir hier am Start. Auch wieder hier schön alles aus Holz. Also die Qualität, muss man wirklich sagen, ist hier bei Rolls-Royce Next Level. Ich würde eigentlich auch fast sagen, Robert, heute könntest du fahren. Du könntest jetzt vorne sitzen, du fährst, ich bleib hier hinten sitzen und mach so mein Review. Was hältst du davon? Ja, machen wir doch so. Oder das wäre doch eine Idee. Auch heute, Leute, passend zum Auto, trage ich hier die Audemars Royal Oak Chronograph. Blaues Ziffernblatt bedeutet Boutique Edition Only. Die Uhr kommt von Chronex. Für die Leute, die mehr über Chronex erfahren wollen, es gibt mehrere Läden in Deutschland verteilt, immer über 47 verschiedene Marken, bis zu 7000 Uhren immer online am Start. Wie gesagt, es gibt einige Läden in Deutschland, wo ihr euch die Uhr, die ihr euch online ausgesucht habt, vor Ort persönlich anschauen könnt, ohne dass ihr irgendwas bezahlen müsst. Und erst dann, wenn ihr euch für die Uhr entschieden habt, dann bezahlt ihr dafür. Von daher für die Leute, die mehr über Chronex erfahren wollen, der Link ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Robert, wir zwei Süßen, wir steigen jetzt ein und wir fahren jetzt eine Runde, oder? Ja. Oder willst du lieber daheim bleiben? Nee, lass uns fahren. Ich glaube, ich überlege mir das gleich noch, ob ich alleine fahre oder ob du mitkommst. Ja, okay, dann überlegst du. Alles klar. Bis gleich. So, Leute, dann befinden wir uns im neuen Rolls-Royce Ghost. Gemeinsam mit dem Robert, ich konnte dich doch überzeugen, dass du mitkommst, ne? Ausnahmsweise, aber nur mit der Losteria hast du es geschafft. Ach so, ja, stimmt, weil wir danach was Mittagessen gehen. Ja. Aber wieder nur Salat, oder? Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Nur was trinken, Wasser. Mehr gibt's nicht. Sieben. Also Leute, ja, hier, Rolls-Royce Ghost. Jetzt neuerdings ja mit Allrad und Allradlenkung. 571 PS haben wir am Start, 850 Newtonmeter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du merkst auch wirklich, das Ding lässt sich besser fahren als der Vorgänger. Jetzt eben mit dieser Allradlenkung. Du hast auf der einen Seite mehr Feedback und auch generell, es lässt sich einfach angenehmer in den Kurven zu fahren. Denn man muss sich einmal überlegen, wir haben hier 2,5 Tonnen am Start. Das ist wirklich nicht leicht. Allein 100 Kilo Dämmungsmaterial und das ist auch wirklich so ein Thema hier in dem neuen Ghost. Also du merkst auch, es ist wirklich still, wenn der Robert auch mal wirklich dann nichts sagt, dass man wirklich hier so seine Ruhe hat. Wir sind einfach mal still. Schaffst du es sogar 5 Sekunden still zu sein? Was ist denn da los? Ich bin immer still. Also das ist schon wirklich verrückt, wie das Rolls-Royce immer wieder hinbekommt, einfach hier
ja, diese Stille und du willst es auch gar nicht anders haben. Du kannst es dir auch gar nicht vorstellen. Wir haben hier ein 8-Gang Automatikgetriebe am Start. Du merkst nicht mal, dass hier irgendwie was geschalten wird oder sonst was. Und ich sage euch ganz ehrlich, genau sowas willst du auch hier in so einem Auto haben. Und das ist schon wirklich heftig, wie Rolls-Royce das immer wieder hier hinbekommt. Ich weiß noch nicht, was ich hier dazu halten soll, hier mit dem Holz, um ehrlich zu sein. Das ist eigentlich nicht so wirklich mein Fall. Wobei du dann schon wieder fast sagst, das passt schon wieder hier irgendwie dann da dazu. Aber es gibt ja auch mittlerweile die Black Badge Version vom Ghost. Bedeutet, das ist nochmal sportlicher. Wir haben 600 PS am Start und auch im Innenraum haben wir dann hier Carbon. Alles ist nochmal sportlicher, aggressiver gehalten. Da bin ich auch mal gespannt, das Auto demnächst zu fahren. Deswegen haben wir auf jeden Fall jetzt gesagt, wir fahren jetzt hier erstmal den normalen Ghost und dann die Black Badge Version, um hier da einfach nochmal genau den Unterschied zu spüren. Und sonst, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich eigentlich lieber hinten reinsetzen, ne, dass du fährst, aber das Problem ist einfach, ich vertraue dir nicht. Ja, aber noch habe ich meinen Führerschein, noch darf ich fahren. Ach so, okay. Da vorne kommen jetzt gleich die Autobahn und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, was hier in der Kiste so vorwärts geht, oder? Ja, auf jeden Fall. So, dann geht's jetzt hier auf die Autobahn, schön in die Kurve rein. Wir wollen natürlich schon schauen, okay, was geht hier mit dem Ding in den Kurven, ne? Weil das ist, dass hier der Rolls-Royce Ghost angenehm zum Fahren ist, gar keine Frage. Nur wie lässt es sich hier mit 2,5 Tonnen fahren? Und vor allem jetzt hier eben neuerdings mit der Allradlenkung. Das wollen wir natürlich jetzt herausfinden. Denn wie gesagt, entspannt dahingleiten ist einfach, gibt's kein besseres Auto, wo du so entspannt dahinfahren kannst. Aber geht das hier auch sportlich? Da vorne kommt jetzt dann gleich eine Kurve. Robert, du bist ready? Nee, noch nicht eigentlich. Ich finde es auch immer wieder schön, wenn rechts einfach alles frei ist und die Leute sich immer so gut ans Rechtsfahrgebot halten. Ja, das ist das sogenannte Rechtsfahrgebot. Also das finde ich, also muss ich echt immer wieder sagen, das finde ich in Deutschland einfach bemerkenswert, wie sich immer alle daran halten. Also, das läuft einfach. Ja, definitiv. So, Robert, jetzt geht's auf. Bist du bereit? Ich kann mich hier nirgends festhalten. Das ist ja doch, an der Tür. Hier oben. Also, dann schauen wir mal, was hier so geht. Ob wir hier so die 80 knacken können. Alter Schwede. Aber hier. Ja, doch, das geht. Das geht und wieder. Alter, also jetzt mal. Alter. Okay, jetzt drück mal drauf. Jetzt schauen wir mal. 140, 160, 180, 200. Und wie das aber hier durchschiebt, du. Also, für das hier 2,5 Tonnen, wir zwei zusammen sind fast bei 3 Tonnen. Ja. Wir haben hier gerade 90 km/h in der Kurve drauf gehabt und das ist definitiv sehr gut. Das ist wirklich solide. Also ich hätte jetzt ganz ehrlich am Anfang gedacht, dass wir hier nicht auf über 80 km/h kommen, aber hier die Kurve mit 90 km/h zu fahren, jetzt direkt beim ersten Mal, das ist sportlich. Das ist wirklich sportlich. Und da merkst du, hast jetzt auch wirklich gerade gemerkt, die Allradlenkung. Wie gut sich das einlenken lässt, wie gut sich das mitlenken lässt und es eigentlich so wirklich so ein bisschen das Gewicht versteckt, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt schauen wir mal hier 120 raus, Kickdown, durch. Da merkst du halt V12 Power. Da merkst du halt wirklich V12 Power und das sind halt auch schon wieder direkt 180. Also das schiebt einfach durch, 6,75 Liter V12 Biturbo Motor, 571, also normalerweise darf das eigentlich nicht so gut vorwärts schieben, jetzt mal ganz ehrlich. Also das ist schon wirklich ordentlich. Du hörst halt gar nichts, das schiebt halt einfach weiter und weiter. Schauen wir gleich mal nochmal, wenn es frei ist, was wir da so an Geschwindigkeit drauf bekommen. So, hier 180, 200. Ey, krass, wie das durchschiebt ist. Mal ganz ehrlich, 220. Aber ich sag dir ganz ehrlich, 240. Beim Bremsen scheiße ich mir in die Hosen. Ja, und die Kamera scheißt sich auch in die Hosen. Die hat sich direkt verabschiedet. Ich muss sagen, du hast sie echt gut festgeklebt. Das gehört so. Das ist schon heftig. Also jetzt mal wirklich, da geht noch richtig was. Also ich würde jetzt nicht unbedingt auf die Rennstrecke damit gehen, ja, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber du siehst, dass du auch so einen Ghost wirklich sportlich fahren kannst.
Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich das wirklich so sportlich fahren lassen wird, weil wenn ich das mit dem alten vergleiche, da war das definitiv mehr Boot-Feeling am Start. Und, Alter. Ja, da dreht er ein bisschen durch. 140, 160, 180. Schiebt einfach weiter. 200. 220. 240. Und, was sagst du? Ja, geht gut vorwärts. Geht ganz gut, oder? Ja. Das könnte ein neuer Daily für dich werden, oder? Ja, können wir auf jeden Fall mal drüber reden. Schauen wir nochmal hier, aus 100 raus, Kickdown. Ja, da ist der Punch halt sofort da. Also dich legt's auch wirklich nach hinten, 160. Ey, das ist, jetzt mal ohne Scheiß, das darf doch niemals so gehen, Mann. Wir haben 571 PS am Start, 220 und 2,5 Tonnen. Das darf doch niemals so vorwärts marschieren. 240, ey, das ist ja abnormal. Das ist ja hier 2,50 und jetzt kommt der Begrenzer. 2,54 und da kommt der Begrenzer. Ja, das ist schon wirklich ordentlich. Also das geht deutlich besser als der Vorgänger. Das lässt sich deutlich besser fahren. Ohne Scheiß. Respekt. Gute Arbeit, Rolls-Royce. Ohne Scheiß, Respekt. Echt, echt geile Arbeit. Ich würde sagen, wir machen jetzt halt nochmal kurz von Null raus, oder? Ja. Hier auf der Autobahn, oder? Ja. So, dann machen wir hier zum Abschluss 0 auf 100. 4,8 Sekunden ist er angegeben. Schaffen wir easy, oder? Meinst du, wir knacken unter 4? Ja, ich ziehe mit. Okay, alles klar. Und direkt 100. Ja, das war. Also das ist eine Ansage und da presst sich auch wirklich hinten in den Sitz rein. Also ich würde sagen, Leute, wir machen Schluss hier mit dem Video. Also man merkt hier, Rolls-Royce hat wieder einen draufgesetzt zum Vorgänger. Du merkst einfach, er gleitet nochmal besser dahin. Es ist nochmal ruhiger, es ist alles nochmal entspannter. Er schläft fast ein und auf der anderen Seite ist es dann einfach nochmal schneller mit der Allradlenkung. Wir haben neue Technik hier jetzt am Start und ja, von daher, ich würde sagen, wir machen Schluss hier mit dem Video. Ich freue mich wirklich darauf, hier den Black Badge, die Black Badge Version zu fahren. Nochmal hier das Ganze sportlicher und von daher, ich bin raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Robert, willst du noch irgendwas sagen? Nee.